Suchen. Ich möchte aber gerne dazu meinen nächsten Gast auch zu uns bitten, und zwar einfach auch deshalb, weil er durch seine eigene ganz persönliche Krankheitsgeschichte ganz sicher ist, dass man mit einer Ernährungsumstellung Krebs besiegen kann. Ihm ist es nämlich gelungen, sagt er. Schlagzeilen wie diese sorgen immer wieder für Hoffnung im Kampf gegen die Angstkrankheit Nummer 1. Die Liste der vermeintlichen Krebskiller ist lang. Sie reicht von Ananas bis Wirsing. Bremst zum Beispiel weniger Zucker das Wachstum von Tumoren? Kurbelt Sauerkraut das Abwehrsystem an, vernichtet gar Krebszellen? Ist Brokkoli vielleicht das beste Antikrebsgemüse? Oder sind es die Tomaten, die gegen Lungenkrebs schützen? Oder soll man Roggenbrot essen, um Brustkrebs vorzubeugen? Für Wildkräuter wie Brennnessel oder Blattgemüse wie Mangold entschied sich Ralf Brosius, als er die Diagnose Lungenkrebs bekam. Er glaubt, dass ihn diese Ernährung heilte. Ralf Brosius ist jetzt bei uns. Herzlich willkommen, Herr Brosius. Hallo, ich freue mich. Schön, dass Sie da sind. Sie haben uns jetzt in diesem Streit zugehört. Für sich haben Sie eine klare Entscheidung getroffen, schon vor ein paar Jahren, nicht wahr? Absolut, ja. Die Entscheidung war durch die Diagnose Endstadium Lungenkrebs, ein 6 cm großer Tumor, keine Chemikalien, keine Chemotherapie, keine Bestrahlung, sondern mein Glaube. Die Runde hat immer wieder das Wort Beweis in den Mund genommen. Das Wort Beweis ist ein wichtiges Wort, aber es gibt doch etwas mehr als den Beweis. Und das ist das, was ich persönlich mit meinem Leben machen möchte. Und das kann ich auch machen, wenn ich das wirklich möchte. Da brauche ich keine Beweise. Das mache ich. Sie sind ja quasi ein Beweis, wenn man es mal so nimmt. Also die Diagnose war, wie Sie sagten, Lungenkrebs im Endstadium. Was haben denn die Ärzte gesagt, was Sie da für eine Prognose haben, Überlebenschancen? Das war übrigens ähnlich wie bei David Servan-Schreiber, der das Antikrebsbuch geschrieben hat. Der ging auch zu seinem Onkologen, hat gefragt, was passiert jetzt. Und er sagte, ja, da können wir jetzt nichts mehr machen. Die Chancen sind in meinem Falle jetzt genau 70%. Die diesen Krebs haben, sind nach 3 Jahren tot. Und das war jetzt vor 4 Jahren? Fast 4 Jahren, im Dezember 2006, ja. Mhm. Und dann habe ich auch gefragt, genauso wie David Servan-Schreiber, aber was kann ich machen? Was kann ich an meinem Leben verändern? Soll ich andere Dinge zu mir nehmen, andere Dinge essen, trinken? Dann hat er mich gefragt, rauchen Sie? Ich sage, nein, habe ich vor 25 Jahren aufgehört. Dann machen Sie so weiter wie bisher. Das nutzt alles nichts. Aber er wollte, dass Sie eine Chemotherapie machen, und Sie haben gesagt, nein. Und haben sich entschieden, einen anderen Weg zu gehen, der eigentlich eine radikale Ernährungsumstellung ist. Haben Sie das von heute auf morgen dann tatsächlich auch gemacht? Ja. Es gibt immer mehr Interessenten im Bereich vegetarisch oder sich rohköstlich zu ernähren. Und die hadern, weil sie Dinge gerne mögen und weil sie lecker schmecken und weil sie keine Auswirkungen auf ihre Gesundheit verspüren. Denn viele Dinge sind ja langfristig. Die haben es nicht so leicht gehabt wie ich, in Anführungszeichen. Der Krebs hat mich vor die Wahl gestellt. Willst du leben oder willst du sterben? Mhm. Und ich wollte leben. Und haben dann gesagt, von heute auf morgen muss ich etwas anderes essen. Ja. Bisschen am Anfang, glaube ich, ayurvedisch beeinflusst, aber ich glaube, Sie sind darüber auch weit hinausgegangen. Was sind denn die wichtigsten Grundnahrungsmittel? Sie haben schon gesagt, Rohkost, und da speziell? Ja, 80% ist roh. Ich habe die Anleitung von Dr. Switzer befolgt, der im rohköstlichen Bereich schon sehr lange auch mit sich selbst experimentiert. Ist ein ausgebildeter ayurvedischer Arzt, ein gelernter Schulmediziner, der sich aber weiterentwickeln wollte. Und das auch getan hat. Ich bin seinen Anweisungen, seinen Empfehlungen blind gefolgt und habe von heute auf morgen die meisten Dinge, die ich vorher gegessen habe, einfach nicht mehr zu mir genommen, auch nicht getrunken. Ich habe Latte Macchiato, Pizza, Rotwein, Schweinshaxen auf der Wiesn, was es alles so gibt, konsumiert. Und mir ist eines klar geworden, für mich persönlich, mir ist klar geworden, dass diese Ernährung, unsere traditionelle Ernährung, nicht in der Lage war, das Wachstum dieses Tumors zu stoppen. Der Onkologe meinte zu mir, das sind ihre Jugendsünden, in Anführungszeichen. Mhm. Der ist über 25 Jahre alt. Mhm. Unverantwortlich von einem Arzt, sowas zu sagen. Warum?
Weil die Schuldzuweisung bei Krebs ist etwas, was wirklich völlig daneben ist, weil man bis auf jetzt sozusagen Kettenraucher 3 Packungen am Tag in einer Asbestfabrik arbeitend, kann man eigentlich nicht sagen, dass Menschen irgendwie daran schuld sind, dass sie Krebs bekommen. Da kann man nichts falsch machen oder richtig machen. Und es ist ganz schlimm, wenn den Menschen dann noch ein schlechtes Gewissen und sie als Opfer ihrer selbst dargestellt werden. Das also, ist, glaube ich, aber jetzt... Aber das nein, da zu dem, was der Onkologe dann sagte, da bin ich jetzt extrem überrascht. Da bin ich sehr überrascht, was der Onkologe dann sagt. Wir kommen aber noch zu dem Punkt tatsächlich, also wie sehr beeinflusst Ernährung tatsächlich Krebs in diesem Falle? Und Ihr Punkt ist aber, also bei Ihnen ist es ja so, Sie haben die Erfahrung, Sie haben Metastasen schon gehabt. Ja. Seit dieser Zeit, seitdem Sie operiert worden sind, der Tumor entfernt worden ist und die befallenen Lymphknoten wurden auch entfernt, haben Sie einfach keinen neuen Krebs mehr in sich wachsen. Das wäre ja ein Beweis letztlich, was Ihr Leben angeht, dass das funktioniert. Und Sie haben uns mitgebracht, was es ist, bevor wir jetzt darüber reden, wie aussagekräftig das ist, würde ich gerne mal wissen, was Sie uns mitgebracht haben. Das ist mein Frühstück, das ist grün. Das ist dieses, können Sie das mal bitte ich mache das gerne, Also jeder auf eigene Gefahr probieren, bitte, ich übernehme da keine Was ist denn da drinnen? Garantie. Da ist zunächst einmal drin Brennnesseln, Knoblauchrauke. Gut, dass wir am Ende des Tages sind. Ja. Ja. Was noch? Entschuldigung. Wiesenlabkraut. Ja. Und ein paar Distelblätter. Das heißt also, Sie gehen morgens aufs Feld, pflücken selber die Kräuter. Ja. Also ist alles selber gepflückt. Ja. Heißt, Sie wohnen auch nicht in der Großstadt, sondern auf dem Land irgendwo. Wer möchte denn probieren? Außer mir. Ich warte mal ab. Was heißt das? Sie warten ab, ob wir vom Sessel kippen oder was? Sarah Wiener möchte eins. Dr. Wilhelmi Di Toledo. Na, entschuldige, eine von Ihnen beiden muss. Also das, Sie können jetzt knobeln, aber einer von Ihnen beiden... Dann habe ich gerade meine spontane Apfelallergie. Was haben Sie denn dagegen, das zu probieren? Ah, Sie glauben, es schmeckt Ihnen nicht oder haben Sie das Gefühl, es würde Ihnen schaden? Ich rieche mal. Naja, also das für einen halben Tag. Komm an. Schmeckt doch. Banane schmeckt mal raus. Lecker? Apfel. Schmeckt ein bisschen, also einen bitteren Nachgeschmack, irgendwas ist da hinten Zitrone, drin. Zitrone mit Schale. Apfel, Zitrone mit Schale ist so. Wow, aber bitter. Ja. Ein bisschen bitter ist es schon. Mhm. Aber das ist ja, also der Geschmack ist das eine. Sie würden das ja, also Sie haben es jetzt verfeinert wahrscheinlich, weil Sie einfach nur noch das essen. Oder essen Sie dann tagsüber aber schon noch was anderes dann? Salat. Mittags? Salat. Ja. Mittags, also wie das, was wir jetzt hier sehen auch. Abend. Ja, Salat zum Beispiel. Rohkost, ne? Kein Fleisch mehr? Oh, schon lange nicht mehr. Mhm. Schon sehr lange nicht mehr. Interessant war für mich die Erkenntnis, denn ich wusste ja am Anfang nicht, ob das wirklich funktioniert. Mhm. Ich habe das ja einfach nur gemacht, weil das eine Empfehlung von Dr. Switzer war, dass unsere herkömmlichen Nahrungsmittel nicht in der Lage waren, den Tumor zu stoppen. Denn der wurde immer größer, immer größer, immer größer. Der war am Schluss 6 Zentimeter groß. Und man weiß wohl heute, bei einer Tumorart weiß man ungefähr, wie schnell die wächst. Deshalb Rückschluss 25 Jahre. Und mit meiner neuen Ernährung bin ich in der Lage, mich von Krebs zu befreien und dafür zu sorgen, dass das Immunsystem so gestärkt wird, dass es alles anficht, was nicht in den Körper gehört. Dass also die Balance zwischen Säure und Basen gewährleistet ist. Mhm. Und einerseits meine Sensibilität für ursprüngliche Nahrungsmittel wächst und die Wertschätzung für diese Nahrungsmittel auch steigt. Und auf der anderen Seite der Genuss immer weiter in den Vordergrund kommt. Die Frage, die wir vorher gestellt haben, also kann Essen krank machen, haben Sie für sich beantwortet. Deswegen Absolut. Essen Sie kein Fleisch mehr, weil Sie davon überzeugt sind, Fleisch macht Sie krank. Fleisch hat sehr zähe Fasern. Unsere Verdauung hat ein Problem damit, tierisches Eiweiß aufzuspalten. Und es bildet Schlacke und Toxine, die, das wissen Sie auch, wenn Sie nicht regelmäßig eine innere Reinigung durchführen, entsteht Fäulnis in Ihrem Darm, Toxine sammeln das sich an. Kann Lungenkrebs dann machen? Verschiedene Arten von Krankheiten, nicht nur Lungenkrebs. Okay. Einfach, weil wir übersäuert sind. Und da wir vorher gerade beide Fragen gestellt haben, kann Essen krank machen, kann Essen gesund machen? Herr Brosius ist sicher eben, weil er es an sich selber erlebt hat, sowohl das eine wie auch das andere stimmt.
Das ist natürlich, für ihn ist das richtig und wichtig, dass er für sich eine Lösung, einen Weg gefunden hat. Er hat ja auch am Anfang sehr richtig gesagt, ihm geht es da nicht um Wissenschaft, sondern er hat für sich das, woran er glaubt, was er macht. Da gibt es viele Beispiele, wie das Denken daran, die positiven Gefühle, das Glauben, es schaffen, vermeintlich todkrank oder Menschen, die dem Sterben geweiht sind, doch noch den Tod von der Schippe springen zu lassen. Ich habe da einen Patienten geschildert, der hat eine schwere Herzerkrankung. Die Ärzte sagen, der leide an Galopprhythmus. Das ist eigentlich was Negatives, dass man das nicht mehr in den Griff bekommt, diese Rhythmusstörung. Er denkt, na, ich habe ja ein Herz wie ein Pferd und wird wieder alles erwarten, noch gesund. Also solche Einzelfälle gibt es. Sie glauben schon, dass darüber haben Sie ja auch publiziert, dass tatsächlich die Kraft der guten Gedanken. Die hilft vieles. Hilft. Die kann nicht immer heilen, die hilft auch nicht bei allen, aber sie kann vieles positiv beeinflussen. Das Gleiche beim Essen in beschwingter Runde und so weiter. Das wir haben es vorhin besprochen. Aber was ich heikel finde ist, und das macht er ja nicht, aber wenn er das jetzt machen würde, daraus eine aus seiner Privatlehre, so will ich es mal nennen, etwas zu machen, wo er jetzt das anbietet und sagt, Leute, macht das nach, so werdet ihr gesund. Und da hier ein paar Leute zugucken und da auch irgendein Herr Dr. Spitzer oder Schwitzer oder wer immer das war, genannt wurde, es ist natürlich auch viel Geld, was damit verdient wird, dass gerade Menschen, die schwer krank sind, vermeintliche Therapien angeboten werden und dass man sich dann natürlich an jeden Strohhalm ergreift. Und es ist nicht so, dass das, was er gesagt hat, jetzt auf einer breiten Basis für viele Menschen, für Sie, Herr Ambrosius, mag das zutreffen, aber dass das auf einer breiten wissenschaftlichen Basis belegt oder bewiesen wäre. Und ich musste, Entschuldigung, ein bisschen schmunzeln, als dieses Thema auf Schlacken kam. In Deutschland ist der Glaube an das Installateurhandwerk und die Kanalarbeiter offenbar ungebrochen, weil alle reden von Schlacken und den Körper freipusten und als ob das so Abflussrohre wären, die man mit so einer Art abflussfrei durchreinigen könnte. Es gibt keine Schlacken im menschlichen Körper. Es gibt Schlacken in der Erzverhüttung. Von Schlacken, die hat noch keiner gesehen, beweisen können. Es gibt Gefäßverkalkung, das ist dann Cholesterin mit Calcium und ein paar anderen Sachen. Okay. Aber es gibt keine Schlacken. Und den Darm sollte man auf keinen Fall reinigen, gleich fertig, weil wenn man den Darm reinigt, da haben wir Milliarden Bakterien drin, die wir brauchen für unsere Verdauung. Wenn wir die nicht haben, dann sterben wir. Aber dieser Glaube, sich zu reinigen, das hat eine starke psychische Komponente, innere Reinigung, das ist sozusagen Glaubensbekenntnis plus Ist das zweite Thema. Das ist ein extra Thema tatsächlich, das berührt ja auch das Fasten, aber ich würde gerne tatsächlich nochmal zum Kern kommen. Sie meinen, dass eben diese Heilung, die ja nun wirklich medizinisch nachgewiesen ist, er lässt sich untersuchen einmal im Jahr, zumindest ist eben der Krebs nicht mehr gewachsen. Das ist, weiß ich nicht, der letzte Befund ist ein halbes Jahr alt oder so etwas. Das heißt also, es gab da eine Abweichung, sagen wir es mal so. Mit einem Einzelfall kann man das nicht beweisen. Und was man immer nicht weiß, das ist sozusagen das schlagende Argument dagegen, so leid mir das tut. Man weiß nicht, was passiert wäre, wie es mit ihrem Krebsverlauf weitergegangen wäre, wenn sie weiter Pommes, Pizza, Schweinebraten gegessen hätte. Okay. Und deswegen, wie bitte? Wen interessiert genau, Sie allein mag es nicht interessieren, aber wenn man sagt, das, was Sie machen mit diesem grünen Mix, ist hilfreich für viele Krebspatienten, dann müsste man sagen, man nimmt ein paar hundert Patienten. Aber sagt ja keiner. Die Hälfte, deswegen sage ich ja, für Sie allein. Sie geben ja Seminare und halten auch Vorträge gemeinsam mit dem Arzt. Und da sind natürlich dann viele, die Angst haben und da hingehen und sagen, ich mache das jetzt genauso, spare mir die Chemotherapie und möglicherweise hilft es aber nicht bei jedem. Haben Sie denn nicht Angst, sich auf einem Gebiet zu bewegen, wo Sie in der Tat keinen wissenschaftlichen Beweis bieten können für das, was Sie selber erlebt haben? Wenn jemand das einfach 1:1 kopiert, ohne ärztliche Betreuung und Beratung, so denke ich mal, wird er eventuell ein Problem haben. Mhm. Das, was ich getan habe, waren Empfehlungen eines erfahrenen Arztes umzusetzen. Also Sie würden jetzt jemanden, der uns zusieht und Krebs hat, nicht empfehlen, nicht zum Arzt zu gehen? Oh, gar keinen Fall. Okay, das war, glaube ich, einer der wichtigen Punkte. Die Betreuung ist in dem Fall sehr, sehr wichtig. Genau, auf jeden Fall. Das ist, also Krebs ist nicht lustig und das ist ja kein Self-Made-Rohkost-Abend, wo man ein paar leckere Rezepte kennenlernt. Das ist mehr. Man muss es so hart sagen, es wird tausende Menschen geben, die das jetzt vielleicht nachmachen und trotzdem relativ bald an dem Tumor sterben werden. Alles ist möglich. Das würden Sie sagen. Also das ist jetzt kein Allheilmittel, das hat funktioniert. Mit diesem Anspruch würde ich nicht in die Öffentlichkeit gehen. Darf ich